Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Secret 2 Let's Play mit dem Diablo 2 Fallen Mod. Und ja, ich bin gerade hier gespawnt, hier hat es viele Gegner gehabt und ich habe ein Level erreicht. Wir sind Stufe 26 geworden. Sehr gut. Ich muss Konzentration mitnehmen dieses Mal und Zauberresistenz machen noch ein bisschen höher. Ich denke, das ist ziemlich stark. Im Gegensatz zur Rüstung, wo wir einfach viele Punkte rein investieren müssen, damit wir weniger langsam werden und halt auch Cooldown haben weniger. So, genau. Wir haben noch einen Punkt frei hier. Ja, ihr habt ja gesehen, dieser Blutklaue, der ist wirklich im Standardspiel. Der gibt es nicht in Diablo 2 scheinbar. Es gibt das Ähnliche, deswegen, ja, es gibt keine Werwölfe in Diablo 2 oder noch. Nicht so ähnliche, nur der Diablo 2 Druide hat einen Werwolf-Gestalt. Genau. Wir müssen diesen Punkt noch setzen. Wir haben hier nichts frei, weil wir noch nicht so viele Punkte investiert haben in Machtkunde. Also Unterweltkunde müssen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr. Ja, einfach Charakter halten. Charakterlevel halten scheinbar. Kunde. Also jetzt war es Kunde, müssen wir höher machen, genau, haben wir noch nicht so viele Punkte. Also, Wiederbelebungen würde ich jetzt noch sparen, da weiß ich überhaupt nicht, was ich skillen soll, oben oder unten. Und hier, Schändung, sind ja diese Golems vom Drachenmager einfach in Geistform und viel langsamer. Dafür vielleicht viel stärker. Ja, ich denke schon, habe es auch ein bisschen ausprobiert auf Level 1. Jo. So, also, was ist so? Ich habe einen sehr strengen Tag gehabt. Ich war mehrmals in Basel. Gesundheitliche Untersuchung hatte ich, Diabetes. Und, ich habe jetzt sechsmal nicht Rüstung genommen, sondern das obere, da habe ich wahrscheinlich ein Skelett mehr dann. Genau. Also, ich habe einfach jetzt erst Zeit. Um 19.35 Uhr am Abend. Dafür habe ich morgen früh eine Aufnahme, weil ich morgen auch wieder den ganzen Tag bei der Familie bin. Die braucht jetzt momentan echt ein bisschen mehr Hilfe von mir. Ich war ja auch mehr als eineinhalb Wochen nicht mehr dort und ja. Mal schauen, Wochenende, wenn ich ein Spiel habe, finde oder wenn ich einfach hier auch ziemlich viel irgendwie Quests machen kann und so. Jetzt nicht gerade Hauptstory oder sehr schnell vorwärts kommen oder so sind, kann ich auch mal ein Livestream machen. Muss ich noch schauen, ob es überhaupt geht. Weil viele Zuschauer habe ich natürlich dann nicht. Das ist ein Spiel, das halt schon 15 Jahre alt ist. Jo, Secret 2 schon 15 Jahre alt, wie die Zeit einfach vergeht. War ja damals echt mega Fan von Secret Underworld noch. Konnte es ja wegen einem PC, den ich hatte, nicht spielen, der zweite Teil. Aber gut, ist ja nicht so schlimm. Also wir waren hier, haben wir hier Quest abgegeben. Wir hätten hier unten, nein, das ist einfach ein Oscar-Mitarbeiter. Hier drüben hätten wir noch. Also wir müssen dorthin, aber ich wollte mal hier hochgehen. Deshalb bin ich in die Richtung gegangen. Hier gibt es irgendwie so eine Burg und da gibt es wahrscheinlich auch wieder einen Boss von The Fallen. Also vom Mod. Zu den Urahnen gehe ich noch nicht. Die sind auch hier in der Nähe. Aber die sind auch in Diablo 2 ja so ziemlich schwer, oder? Für die meisten, die Multiplayer spielen und sagte man eigentlich gerusht, genau, ja. So. Ja, und wir müssen Item finden und hier in der Region drum irgendwie nicht mehr so Items, ja. Rüstung Magie wäre auch nicht schlecht. Ich tue so Amulette und Ringe, also Schmuck, mal mitnehmen mit Resistenz. Jo, und dann haben wir noch einen Boss vor uns in der Hauptkampagne. Deshalb gehe ich noch nicht so schnell weiter. Okay. Und wo jetzt diese Leute da mitkommen, die Diebe oder so sind? Über Hinz und Kunz, was die mit uns wollen, weiß ich leider nicht. Also, haben wir jetzt die für immer?
Ja, Oster Kult, ein tragisches Ende ist es nicht. Ja, gut. Petersilie aus, haben wir abgemacht. Ja, du bist. Das ist die Quest. Wohin führt die uns? Hä? Da unten? Nein, das ist. Auch das ist eine Startgebiet-Quest, das ist sie nicht. Also ich weiß nicht, wir lassen die mal zusammen, die sterben scheinbar auch nicht. Also die bekommen Schaden, bis sie Lowlife sind und dann machen sie kurz Pause und dann sind sie wieder da. Weil sie dann zu viel Schaden bekommen. Aber gut, wir müssen ja nicht alle Quests machen. Das ist immer so mein Perfektionismus gewesen in The Secret Lair. Ich wollte immer alle Quests nicht so machen, dass sie einfach, also dass sie fehlschlagen. Das will ich überhaupt nicht. Ich bin kein Perfektionist. Ich bin Minimalist. Habe ich heute auch wieder so ein bisschen gemerkt. Ich habe immer so das Gefühl, ich muss irgendwas kaufen. Sehe auch, oh, mein Portemonnaie ist schon richtig ja, gut befüllt, aber ich kaufe es mir nicht. Aus Prinzip oder so. Es ist immer so das Wollen, ein bisschen stoppen. Weil ich will ja sowieso auch eher online das Geld haben. Und ihr wisst ja, wie schwer das ist, das online wieder zu bringen, das Geld und so. Will ich mir im Real Life mehr sparen, dafür online halt ein bisschen mehr Geld ausgeben. Wenn man halt nicht so viel immer Geld ausgibt. Das ist auch wichtig, oder? Dass ihr Sachen auch lieben lernt, schätzen lernt und alles. Ja, ich denke, viele, die hier zuschauen, haben natürlich auch nicht gerade das beste Leben, das sie wirklich auch wünschen. Also das ist einfach wichtig, dass. Das weiß ich gar nicht, da ist doch die Ruine, da muss man hier oben durch. Also hier ist eine schlechte Zone, hier gibt es überall diese Geister. Und was sind das hier? Ja, der Mod ist halt wirklich nicht gerade fertig. Wir haben aber keinen. Also hier ist wirklich nichts. Und ich verstehe, dass dieser Blitz irgendwie nicht gerade gut trifft. Das ist auch ein bisschen negativ, oder? So ein Blitz, der ein bisschen zielsuchender vom Spiel ist und so, würde natürlich auch den Gegnern mehr helfen. Also hier ist scheinbar nichts. Aber ich dachte, hier wäre es ungefähr gewesen. Aber ich kann es schon verstehen, dass es wahrscheinlich unterirdisch ist. 2, 3, 4, 5, 4. Ja. Für Skelette. Also wir könnten ein fünftes Skelett bekommen haben dafür, aber dann nicht mehr so zähe Skelette. Ich glaube, das ist mit Resistenzen und Resistenzen ist besser als ein Skelett. Dann habt ihr plötzlich null Skelette und dann habt ihr gar keinen Schaden mehr. Das ist wieder so elend lang. Diese Skelette beschwören. Lieber die Skelette zähmen. Jo, und das ist die Höhlenmusik. Aus den ersten Höhlen. Was ist das für ein. Das ist ein Wirbelwind. Einfach mit dem Mund. Okay. Es gibt so eine neue Serie, ich kann jetzt den Namen auch nicht sagen, aber so mit Frauen. Da hat einfach eine die Kraft, das Blut man zu manipulieren. Juppie ist denn das? Das ist schon geil, aber. Die sind nicht so für mich. Ich brauche nicht so viel Blut zu sehen. Ich habe keine Scheu vom Blut. Aber, also im Real Life schon, aber ich will online jetzt schon auch nicht Blut vermissen müssen und so. Das ist halt optisch schon etwas Schönes. Aber es muss doch nicht sein, dass eine mit Blutmanipulation so auftritt. Das brauche ich nicht. Bin ja auch nicht so der Horror-Fan. Meistens ab 12 oder ab 16 Filme schauen. So, ja, es dauert ein bisschen, das Rumlaufen hier. Ich dachte, hier gibt es Quests, aber es gibt keine Quests. Und droppen tut jetzt auch gerade nichts. Schade. Aber das ist bei Sacred und ähnlichen Spielen halt manchmal so, oder? Nicht so viel machen kann, obwohl man es sehr will. Aber es geht bald so weiter. Also wir sind jetzt gleich bei Burning Legend.
Die brennende Legion ist eine große Questreihe und die ist super. Die wurde sicher auch ein bisschen verändert. So, also, wir können wieder skillen. Also Fokus ein. Unterweltkunde müssten wir nehmen, aber ich nehme Machtfokus vor allem. Ich nehme nochmals Cyberresistenz und einmal Rüstungskunde, das wird selten genug sein. Ich muss gar nicht mal so nach einem Guide machen, das ist sowieso, habe ich gemerkt, im Hauptspiel auch manchmal doch schlechter, als ihr denkt. Also, dass ihr da einfach nicht euch so streng an die Guides halten müsst. Da ist es ja je nachdem, wie ihr spielt und wie die Gegner halt für euch schwierig sind und so, dann anders, oder? Im Hauptspiel habe ich zum Beispiel nie Defensive geskillt. Ich bin einfach zu gut im Ausweichen gewesen und ich habe nie das Gefühl gehabt, ich muss Heiltränke trinken. Und in Enchanted Edition ist das dann plötzlich anders gewesen, weil es natürlich viel schwieriger ist. Jo, dann habe ich mich wieder ein bisschen umgestellt. Und jetzt hier bei diesem Mod habe ich wieder das Gefühl, dass ich zu viel Schaden bekomme. Aber das ist gut, dass wir das eigentlich so einstellen können, wie wir es wollen, oder? Und schreibt mal in die Kommentare, das also dürft gerne wirklich sagen, was euch nicht gefällt. Dürft sagen, was ihr halt euch auch wünscht. Und ja, je mehr ihr mitmacht, desto besser geht's doch euch auch. Weil bei mir habt ihr auch die Möglichkeit, mich ein bisschen auffälliger zu behalten. Okay, es ist hier oben. Ich denke, es wird vielleicht gar nicht mal so viel dort oben sein. Aber damit wir einfach noch ein bisschen gelevelt haben, dieser Part halt eher ein bisschen lichter, oder? Es ist so viel passiert in den letzten zwei Parts. Dürft ihr gerne auch nochmal anschauen. Dass ich einfach gedacht habe, ja, die Monster werden zu stark und wir werden zu schwach. Weil wir einfach nicht gerade so viel finden können. Das ist halt auch so. Können wir hier rüber? Das ist eine Schlucht. Ich glaube, hier ist der Boss. Aber die Bosse sind scheinbar nicht so schwer. Es sind keine Kampagnenbosse, die richtig viel Leben haben. Es sind keine Secret-Bosse, die übertrieben stark sind oder so. Ja, der Banshee ist auch in der Nähe. Was es genau ist, weiß ich noch nicht. Ich habe ihn einfach einmal besiegt. Bei der Ice Nova 11 Sorcery. Was ist denn Zauberin. los? Was ist denn los? Gar nicht. Bahnhof. Der Bahnhof ist los. Er fährt mich irgendwo ins Nirgendwo. Auf Nimmerwiedersehen. Auf nirgends finden. Nein, nicht schon wieder Blut. Oh nein, nein. Ich glaube, die falsche. Hey, der Wirbelsturm ist sauster. Also, das ist jetzt wieder so ein Gebiet, das wieder viel zu OP ist. Schaffen wir das? Ja, sie kommen. Ah, die greifen nicht an, deshalb. Oh, das ist wieder so ein Gebiet, was die Kreaturen nicht angreifen lässt. Und jetzt kommt die wieder. Das eins Dingskel tot. Die greifen jetzt sicher wieder. So. Keine Ahnung, was das für ein Bug ist. Aber das ist scheinbar immer im Hauptspiel schon gewesen. Und ja, es gibt ja nicht so Begleitebild sonst. Das ist jetzt wirklich ein ziemlich ein guter Bild in diesem Mod. Naja, wenn sie halt nicht angreifen, dann müssen wir ja kurz wieder zurück und dann wieder hin. Also einer greift an, aber die anderen irgendwie nicht. Ah, das ist eine Höhle wieder. Die letzte Wacht, okay. Gut, gut, gut. Nein, ja, nicht wieder Wirbelwind, du bist viel zu OP. Du machst zu viel Schaden. Ja, dieses Geräusch von diesem Geist, das ist von Dungeon Siege 1 oder fast ähnlich. Ich
sehen aber cool aus. So, wir sind OP. Okay. Lions continue. So. Bergholen ist abgedreht, okay. Aber das ist ziemlich gut, dass wir da noch zurückgehen können. Nur es ist schon ein bisschen nervig. Da ist aber auch. Das sind zwei noch. Pira, Elite sind. Ja, in anderen, anderen Spielen sind es ja die Rares und hier sind es die Elite-Gegner. Scheinbar, aber schleilen. Ja, das sind ja Rangabzeichen und ja, ich weiß nicht, drei goldene Ding ist ja Militär damals oder immer noch. Sind einfach die Elite-Auszeichnung. Mein Vater war auch irgendwie so eine Elite-Grenadier. Sprengstoff. Ich war nie im Militär. Aus gesundheitlichen Problemen. Ja. Auch nicht irgendwie Zivilamt oder so. Zivildienst. Ja, ist das in Deutschland auch Zivildienst? Das Ähnliches. Ah ja, da gibt es ja noch dieses Rettungsding. TVE oder so. Ja, wir haben halt etwas ganz anders. Wir kennen so in Deutschland jetzt gar nicht mal so viel, wenn man nicht extrem Fernseher schaut. Gibt es in der Schweiz auch so eine Art, aber da muss man jetzt nicht unbedingt rein. In der Natur, in der Nähe ist und so. Arbeiten wir. Ja, ja. Nur Much. Gibt's einen grünen? Schon ziemlich besser. Einen roten haben wir aber nicht. Okay. Rubin und Smaragd. Also hier ist scheinbar auch kein Boss. Ich will Bauschwaschis machen. Machen wir dann auch Gold und Platin. Welcher Geist ist das? Steht das? Müssen wir ihn anreden. Das ist ja ein langer Mann. Es gibt ein paar, die einfach in den Videos vorkamen und so, also die größeren Ascon-Mitarbeiter. Die kamen manchmal zur Videovorstellung von der Grafik und so vor. Aber der Jörg Langermann, der ist wahrscheinlich nicht so für dieses Gebiet. Vielleicht ist er auch für den Kundensupport oder so. Was ich nicht brauchte, weil ich ja das Spiel nicht hatte. So. Ja, mehr als 1000 Worte sind wegen. Schwerwiegend, hä? Ja, wer zuerst kommt, ist umsonst. Ha! Ich will nicht umsonst sterben. Bitte nicht. Ah, die Höhle. Das ist ein Grabmal. Und ist das jetzt wieder Banshee-Gebiet? Nee. Das ist ein besonderes Gebiet. Also ein abgeschottenes Gebiet. Ich denke, wir gehen nach Greifenfest zurück. Ich denke, hier gibt es nicht so viel zu sehen, wie ich hier noch etwas gemacht habe. Aber so Sachen, ja, dann lieber mit einem anderen Charakter, der nicht so Minions hat. Das ist immer so ein bisschen schwer ins Eingegangen mit Minions. Aber es geht scheinbar schon ein bisschen besser als das, als der Friedhof vorher. Ja, okay. Die werden einfach nicht beschworen. Also ich denke, wir tun schon ein bisschen den Necromancer noch anschauen. Kampagne fertig machen oder so. Ich denke, in einem Livestream tun wir einfach mal diese Sachen, die wir in Silber jetzt schon gemacht haben und so. Einfach mal hochleveln, oder?
Aber das wird wahrscheinlich erst am Montag oder so losgehen können. Keine Ahnung. Kann ich jetzt einfach noch nicht so sagen. Dürfte gerne dabei sein. Und ich bin ja eben immer ein sehr netter und aktiver Redner. Ich kann euch wirklich auch ein bisschen helfen. Oder ihr könnt mir helfen natürlich. Oder Themen, was ihr wollt, sagen. Und ich spiele einfach nebenbei. Ja. Und ich werde bald aktiv, wenn ich dann fertig bin mit meiner Krankheit und mit meiner Armut. 8.700 sogar. Lohnt sich schon ein bisschen hier zu sein. Ja, in Gebieten, wo wenig Items droppen, weil es einfach andere Gegner sind als irgendwelche gerüsteten Gegner, ist dann einfach der Goldwert höher. Aber man braucht ihn halt weniger. Man braucht weniger Gold als irgendwelche gute Items. Also, das war eigentlich die Kontokompen. Da ist also in diesem großen Raum nichts. Und der Rückweg auf der anderen Seite müssen wir auch nicht zurückgehen. Auch tolle Musik, bisschen. So atmosphärisch. Klappergeräusch. Schön, dass wir da wieder etwas entdeckt haben. Wir werden noch viel entdecken können. Ich habe ja nie so viel Sekiro gespielt. Ich glaube jetzt bald bei 200 Stunden. Meistens irgendwas antesten zum Livestream oder Let's Play antesten. Aber nicht aktiv beim Spielen alles anschauen. Das hat eigentlich Spaß gemacht. So, jetzt haben wir ja so 8 Minuten noch Zeit zu diesem ja, Ding rüber zum Kreisel, zur Hauptquest weiterzugehen. Wir gehen aber noch nicht, glaube ich, direkt dorthin. Wir gehen nach Burning Legend in den Norden. Weil die Quest führt uns dann auch zu diesem Gebiet. Ja, es ist mega geil, Diablo 2 Mucke zu haben. Diablo 2 Gegner manchmal. Also, es macht so mega Spaß. Aber es ist einfach diesem Spiel auch ein bisschen verschuldet, dass manches einfach ein bisschen weird und langweilig aussieht. Es war eine gute Grafik damals 2008, aber ich hätte es nicht gebraucht. Ich hätte lieber eine schlichtere Grafik, die 3D-Grafik gehabt. Weil Sacred 1 mit Underworld war halt schon ziemlich, ja, hässlich. Es hat schon einen Charme, ja, dieser Pixel-Look, aber naja. Vor allem die Augen haben geglüht manchmal nach einiger Zeit. Ich weiß nicht, ob ich das jemals wirklich aktiv wieder spielen will. Aber es gibt einen guten Mod. Heißt der Special Edition oder so etwas ähnliches? Konstitution ist wichtiger als Resistenz. Gegner machen ja trotzdem viel Schaden. Hallo, wer bist denn du? Sieht aus, als würde jemand einfach so vom Hauptspiel hingebracht worden sein. Das sind immer die Leute, die einfach herumstehen und in dem Gebiet bleiben. Oder von Gegner zu Gegner gehen. Aber genau, der geht jetzt auch immer aktiv zum nächsten Gegner. Aber kommt mir so vor, als wäre er von Stronghold oder so. So Stronghold 2, genau. So ein typischer Stronghold 2. Im ersten Teil gab es ja die vier Fürsten da, die Bösen. Und im Stronghold 2 gab es ja diese Fürstentümer und so. Oh, ich bin eher in den Süden gegangen. Da ist er natürlich einen anderen Weg nehmen. Tja, wenn man nicht so viel auf die Minimap schaut, dann muss ich auch ein bisschen verlaufen. Aber das ist gut, dass es da Pfeile gibt, wo die Nähe die Richtung anzeigt.
kann man sich schon wieder ein bisschen richtig halten. Ohne auf die Map zu schauen. Wir haben immer noch dieses Schild, was so mega antik aussieht. So. Jungsteinseite, ja. Genau, so richtig. Tönt. Er hat jetzt gerade so ein bisschen getönt, als würde ein Siegel auf den Dachstock geschlagen werden oder so. Nicht wie ein Schlag irgendwo in einen Gegner. Heyo. Als nächster Part wirklich die brennende Legion. Ich hoffe, es wird nicht zu schwierig. Es ist natürlich ein bisschen früh. Aber ich mag die Quest. Die muss ich unbedingt wieder machen. Es ist eine Quest-Folge. Es sind mehrere Quests. So, aber wir gehen jetzt noch relativ dorthin. Es gibt so ein Gebiet, was abgebrannt ist. Und bis dorthin will ich noch den Part machen. Muss also den Part jetzt heute noch hochladen, damit ich ihn morgen freispielen kann. Da ich morgen relativ früh dann wieder mit meiner Schwester, die ist ja immer so streng zu mir, halt wieder ein paar Sachen für sie machen kann. Ich würde es ja gerne ablehnen, aber dann leidet halt mein Vater und allgemein meine Familie ein bisschen darunter. Bin schon ein bisschen gezwungen, halt auch sehr aktiv zu sein für meine Familie. Aber gut, ist jetzt nicht so schlimm, ist ja nicht. Sie hat sich auch schon viel gebessert. Wann war das? Vor 2-3 Jahren, wo ich manchmal doch auch sehr aktiv war und so hatte ich mehr Probleme. Auch dadurch, dass ich mich einfach so aktiv gehalten habe, damit ich nicht so viel zu tun habe mit ihr. Aber jetzt habe ich wie einfach viel mehr Leben und kann halt nicht mehr so live streamen. Das ist jetzt in letzter Zeit einfach auch wegen diesen Abstürzen nicht. Aber das wird auch besser. Ich denke, da muss einfach irgendwas umgebaut werden an meinem PC, Lüfter oder so umgebaut werden. Oder eine Grafikkarte muss man kaufen, dafür brauche ich ja Geld. Das kann man ja nicht einfach so holen, wenn man nicht Geld hat. Was diese Finanzkosten von dem Ding wieder ist, von diesem Gesundheitssystem, oder? Boah, das ist ja extremst. Er kann sich das leisten, so schwer krank zu sein. Ja. Man wird sofort zerschlagen, hat man eine Krankheit, die ja unbekannt oder sehr schwerwiegend teuer ist. Oder? Das ist so. Boah, dieser Feuerball macht einfach mal. Ich muss das noch schauen im Video. Ich habe es jetzt leider nicht mehr lesen können. Ist ja unglaublich, wie manche Skills haben so ultra viel Schaden. Oh. Die sind aber neu, die gibt es im Hauptspiel nicht. Die ist einfach Reittier. Aber es ist kein Dragonikon, ne? Es ist kein Drachenmagier-Reittier. Sieht noch ein bisschen aus, den Streifen. Sehr schön, ja. Der Part war ein bisschen ruhiger. Wir haben ein bisschen Gegner besiegt. Ein bisschen Probleme bekommen mit der KI, aber. Jo, wir haben jetzt wirklich. Das Gebiet auch erreicht. So, ihr seht, alles abgebrannt. Ist das Haus nicht so schwer abgebrannt? Ja, okay, schon. Für einigen sein. Auch die Bäume so mega abgebrannt. Wie das Pferd ungefähr. Heyo. Oh, danke schön. Schauen wir noch das Unique an. Sacred hat sich minimiert, okay. Also, ich kann ja noch reden, ja. Das Spiel hat sich aufgehangen, aber ich habe noch gespeichert. Ja, ist einfach ein Stopp, also ein Freeze auf Englisch. Gut, dann bis zum nächsten Part. Dankeschön und bye bye. Tschüss.